aber verlassen. Sie ziehen hier nach Osten ab und kalte Luft flutet Mitteleuropa. Diese 10 Grad erreichen dieses Montag auch. So, gleich geht's los. Mein Brillner vom 12.12.2023. Mein Live-Kommentar. Oberhalb von 800 Meter für einzelne Schneeflocken reichen. Am Montag beschränkt sich eine geringe Schauer auf den Nordosten. Schönen Abend. Was läuft seit Abend? Halb elf. Tja, da fragen Sie mich was. Was möchten Sie denn gerne hören? Ja, Leute, Sendung. ZDF, Freitag. Lustige Tipps, Scholz. Und das ist mein Geschenk. Nein. Man kommt nicht drauf. Die Heute-Show, Freitag, 22.30 Uhr. Linda Teutenberg von der FDP wird heute bei uns zu Gast sein, genauso wie der hessische AfD-Spitzenkandidat Robert Lambrou, der Hannoveraner Oberbürgermeister Benedikt Unai und Robin Alexander. Bis gleich. Terrorangriff auf Israel, uneingeschränkte Solidarität. Das ist unser Thema heute Abend und einen guten Abend Ihnen. 1300 Menschen ermordet, mehr als 150 verschleppt. Die Terroristen der Hamas überfielen am Wochenende Israel und richteten ein Blutbad an. Israel will Vergeltung üben, Bomben fallen auf Gaza und viele rechnen mit einer Bodenoffensive. Droht eine Kettenreaktion im Nahen Osten? Und wie weit geht sie, die Solidarität mit Israel, die jetzt von der Politik beschworen wird. Wir müssen reden mit diesen Gästen. Parteichef der Grünen, Omid Nuripur. Armin Laschet, CDU-Außenpolitiker. Der Terrorismusexperte Peter Neumann. Der israelisch-deutsche Pädagoge Meron Mendel. Stuart McKinnon von der Washington Post. Und im Einzelgespräch die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Ganz in Braun, Annalena Baerbock. Sie sind zu Gast bei Maike. Ihre neue Farbe. Und die begrüßt alle Gäste ausgesprochen herzlich. Meron Mendel ist bei uns. In Tel Aviv geboren, seit vielen Jahren in Frankfurt lebend. Sie sind der Leiter des Anne-Frank-Zentrums. Herr Mendel, erste Frage heute Abend. Wie geht es Ihren Freunden, Ihren Angehörigen? Israel ist, also meine dann Israel sagen, und, dass, man ist, hat das Gefühl, man dass hat sie schon da, alles erlebt und doch, jetzt noch nicht keinen sich Schaden Samstag haben. Leben wir in einer ganz anderen Zeit. Meine Familie geht dementsprechend gut. Mein jüngster Bruder ist ein von 300.000 Reservisten. Er muss am Samstag in die Armee einziehen. Und zwischen Samstagabend bis Montagmittag kamen die Videobotschaften auch bei mir an, so ungefähr 2-3 Stunden nacheinander. Also erstmal ruft ein Vater, erzählt sein 8-jährige Tochter ist ermordet. Dann ruft ein Freund, erzählt seine Schwester ist ermordet worden mit ihrem Mann. Danach spreche ich mit dem Professor Klummes möchte mit seinen Studenten eigentlich im Februar, glaube ich, war das, nochmal nach Israel fahren. Das habe ich letztes Jahr schon mal gemacht. Ich wollte eigentlich mitfahren, aber also das sind ich glaube, das lassen wir besser. Nach und nach eindringen. Nachher werden wir noch entführt oder so. Zu mir. Das sind Kindheitsfreunde, das sind Familienangehörige. Und, ja, aber bis dahin wird es das wieder abgeregt haben, wenn es nicht eskaliert. Das war ja die Frau Amerika, die Weltspiegel-Moderatorin. Sie hat hier in Kassel den Preis Glas der Vernunft bekommen, für ihre Leistung. Und sie hat eben gewarnt davor, dass es eskaliert. Auch, das ist unvergleichlich, was da an Grausamkeit an den Tag gelegt wird. Gerade in Verbindung mit den Atomanlagen, die Iran hat. Ausmaß, diese tiefe Trauer, das sind die. Das ist ja letztendlich das Hauptproblem, was bei der ganzen Sache dort ist. Dass wenn das da eskaliert, wie das mit dem Iran weitergeht. Weil Iran, hat die Frau erzählt, die Frau Amiri, ist jetzt in der Lage, Atombomben in ganz naher Zukunft herzustellen. Und
Ja, wenn es dann zu einem Konflikt in Israel kommt, wird es dann schwierig. Es gibt keine Rechtfertigung für Terror. No justification for terrorism. Die israelische Armee schlägt zurück. Bombardiert Stellungen der Hamas im dicht besiedelten Gazastreifen. Mehr als 2 Millionen Palästinenser und etwa 150 hierhin verschleppte Geiseln. Eingeschlossen im Zielgebiet israelischer Raketen. Nun baut man das wieder mit Kriegsgeldern wieder auf. Wir befinden uns im das Krieg. Ist also. Das ist nicht nur ein Einsatz, das ist. Das Krieg. Problem ist hier, das ist ein dauerhaftes Problem, das nie dauerhaft gelöst wurde. Die Armee bringt Panzer in Stellung. Viele das sind die Philister. Ja, die Philister sind in diesem Gazastreifen. Dieser Krieg dort, der dort stattfindet von den Leuten, die da Aufstand machen, das sind Philister. Die kamen vor 3000 Jahren, haben die schon gegen König David gekämpft. Kennen Sie diesen Spruch? Der Kampf David gegen Goliath, David, König David, Israel, gegen Goliath, den Philister, also die kamen aus Kreta, und die haben sich dort angesiedelt. Aber die Philister gelten eigentlich als vernichtet, das weiß man nicht so genau, was das für Nachkommen dort sind. Müssen wir nochmal genau gucken. Schweigeminute und eine Regierungserklärung. Und wir sagen in aller Klarheit, Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich und seine Bürgerinnen und Bürger gegen diesen barbarischen Angriff zu verteidigen. Ja, Herr Mendel, was wünschen sich die Menschen in Israel jetzt von Deutschland? Also die Menschen in Israel wünschen sich insgesamt die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Also wir müssen noch vor Augen halten, es war eine Schweigeminute auch in der UN-Menschenrechtskommission, vor die Hamas-Leute, also nicht vor die israelische Zivilisten. Also diese internationale Unterstützung und Deutschland als enge Freundin von Israel soll ganz vorne sein. Und vor allen Dingen in den internationalen Organisationen. In den internationalen Organisationen. Es gibt auch deutsche Bürgerinnen und Bürger, die verschleppt wurden. Also da habe ich in den letzten Tagen auch mit Freunde, Familienangehörige von Deutschen verschleppt, die wünschen, dass die Bundesregierung noch speziell für die deutschen Bürgerinnen und Bürger, junge Menschen, die in Gaza sind, auch Senioren, es gibt auch Holocaust-Überlebende, die dort in Gefangenschaft sind. Und da, na, da lebt doch gar keiner. Das kann man die Bundesregierung alles tun, um die zurückzuholen. Wir sind in Washington heute verbunden mit Stuart McKenna, die 2023. Geborene Kollegin, die bei der Post arbeitet und dort eine Ostexpertin ist. Und wir müssen fragen, Stuart McKenna, warum das alles so plötzlich geschah. Fehler des Militärs, Fehler der Geheimdienste. Gibt es da neue Antworten auf einen Kopfschütteln? Wie gesagt, das muss eine dauerhafte Lösung her. Das ist ein dauerhaft schwieriges Problem. Von israelischer Seite, dass dieses als ein Totalversagen der israelischen. Das ist ja ein dauerhaftes Problem. Es ist ja ständig passiert irgendwas. Also, dass ein Militärschlag, also so wie dieser Anschlag von Hamas beschrieben, ein. Da gibt es eben das andere Problem, dass Israel eben völkerrechtswidrig andere Länder da besetzt. Ausmaßes geschehen konnte, ohne dass international nicht erlaubt ist. Bekommen haben, dass da wird eben mit keinerlei Maß gemessen, das muss man auch dazu sagen. Am Samstag früh, kurz bevor die. Also Israel ist heute so groß, wie es noch nie in seiner Geschichte gewesen ist. Beschossen haben, dass es dort Hinweise gab, auch wenn letztendlich da nicht die Israeliten wohnen. Sich Dinge tun in Gaza, aber das war in der Geschichte. Also fast waren, immer der Fall, dass dann von Israeliten im Gange war und man hat Warnungen geschickt an die Grenzen. Es gab halt dort die Philister, aber die wurden zu spät gesehen. Also, im Norden die Assyrer. Kommunikationsmittel der Soldaten und der Armee ausgeschaltet. Dann gab es auch noch eine Besetzung, dann wurden die alle dann ins babylonische Exil verfrachtet. Nicht nach Hilfe rufen und also, deswegen kam es zu Massaker in diesem Ausmaß. Aber eigentlich stammen die Israeliten aus Ägypten. Ich möchte gerne noch ein Detail dazu geben, bitte. Wissen Sie, dass so ein Militärschlag, der ja nicht nur über Wochen oder Tage, sondern
wahrscheinlich über Monate, wenn nicht sogar über ein Jahr hinaus geplant wurde. Unter dem Radar geplant werden konnte. Das wird natürlich auch auf welche Staaten. Naja, es war letztendlich war es ein Angriff auf Zivilbevölkerung. Da ist ein Konzert, hat da stattgefunden und die haben dort das Konzert beschossen. Trainingseinheiten wurden nicht nur in Gaza trainiert. Also das wirft natürlich Fragen auf, die wir alle. Dieser Gazastreifen ist ein riesengroßes Problem. Weil die Geburtenrate in diesem Gazastreifen, der hat afrikanische Ausmaße. Das heißt, die haben eine extrem hohe Geburtenrate, sie haben ein extrem hohes Bevölkerungswachstum. Und das ist eine Bevölkerung, die wächst eben extrem stark. Und dieses Gebiet Gazastreifen, das von allen Seiten platzt aus allen Nähten. Also das ist ein Problem, ein vielseitiges Problem. Ja, unbedingt. Also für Israel geht es um die Existenz. Und man muss sich darüber hinaus. Naja, um die Existenz geht es nicht. Die werden das da schon überleben, sind ja klar stärker. Aber das ist ein Grundproblem. Wirklich, das ist eine Geburtenrate im Gazastreifen, das explodiert. Das sind Zustände im Gazastreifen. Es muss da wirklich eine richtige langfristige Lösung her. Weil das, was da passiert, das geht ja nun schon seit Jahrzehnten. Ne? Vor Augen führen, das ist nicht nur ein Staat, der dann besetzt würde und eine andere Regierung vielleicht bekommen würde, sondern die Existenz der Jüdinnen und Juden, die dort einen Schutzraum. Also mir wurde auch gesagt, sie nennen sich nicht Jüdinnen und Juden, sondern sie nennen sich Kinder Israels. Das sind die 12 Stämme Israels, wobei die Juden eigentlich der Stamm ist, der ja da im Süden des israelischen Reiches eben war, nicht? Und der eben von dem babylonischen Exil nicht ganz so brutal, glaube ich, betroffen war. Dass man sagt, also dass eigentlich die Juden eigentlich von diesen 12 Stämmen Israels eigentlich der einzige Stamm ist, der, wo man sagt, dass der klar überlebt hat. Aus der ganzen geschichtlichen Prozess. Die 12 Stämme Israels, nicht die Leviten, kennen Sie, das sind ja alles Sprüche, nicht jemand, die Leviten lesen und so weiter, das sind ja alles, das ist alles daraus stammend. Ne? Oder Moabiter, muss man sich überlegen, ist jetzt Berlin Moabit, sind das jetzt die Nachkommen von dem dort? All solche Sachen, das muss man sich manchmal auch noch vor Augen führen. Den sie nirgendwo in der ganzen Welt haben, hat zur Gründung des Staates Israel geführt. Und deshalb würde eine Niederlage kein einzelner Jude überleben. Ich weiß überhaupt nicht, von den Reden, da gibt es keine Niederlage. Das einzige Problem ist wirklich, wenn das eskaliert mit dem Iran. Weil der Iran, nach der Aussage von der Klaas der Vernunftsiegerin, Nenad Ali Amiri, gesagt, der Iran ist in ganz naher Zukunft befähigt, Atomwaffen einzusetzen. Und dann, wenn es da atomare eskalieren sollte, oder wenn Israel, das hat sie auch gesagt, seinen Erstschlag macht, bevor die kurz davor sind, Atomwaffen sozusagen einsetzen zu können, dann kann es, wie gesagt, dort ganz, ganz böse eskalieren über die Region hinweg. Aber was diese Hamas da angeht, diesen Gazastreifen, das kennen wir ja alles. Ne? Das ist ja nichts Neues. Das Problem ist immer nur, dann wird das wieder bombardiert und dann gibt es dann wieder eine weltweite Sammlung und dann muss es wieder aufgebaut werden. Dann machen sie wieder irgendwelche Aktionen, wird es wieder bombardiert, muss wieder aufgebaut werden, die Bevölkerungszahl explodiert aufgrund der Geburtenentwicklung, der Laden platzt aus allen Nähten und eine richtige Lösung für das Problem da insgesamt wird nicht gefunden. Um die Frage geht es in diesem Konflikt und deshalb, man kann das jetzt nicht miteinander vergleichen mit der Ukraine, aber möglicherweise ist das noch existenzieller als in der Ukraine. In der Ukraine ist es schlimm genug. Aber hier geht es um die Existenz eines ganzen Volkes. Uneingeschränkte Solidarität ist der Titel
unserer Sendung. Naja, die Existenz eines ganzen Volkes geht es nicht. Die Israeliten sind hier in der ganzen Welt verteilt. Das ist ja über 2000 Jahre, bis der Staat Israel wieder gegründet worden ist, ja so gewesen. Und die werden in Synagogen gebaut und so weiter, das als sozusagen Versammlungsort der ganzen Welt, in den USA. Ja. Also das von Israel, das geht nicht unter, aber der Staat, der könnte unter Umständen durch einen Atomschlag letztendlich platt gemacht werden. Dann haben natürlich auch die ganzen heiligen christlichen Städten getroffen und so weiter. Also deswegen hat dieses kleine Ländchen, das ist ja längst nicht größer als Hessen, das ja, hatte eben für die Welt, dieser kleine Ort, der hat eben für die Welt eine große Bedeutung. Ne? Heute hat es dazu im Deutschen Bundestag Omid Nuripur, einer der zwei Parteivorsitzenden, eine Regierungserklärung des Bundeskanzlers gegeben, die unstreitig und eindeutig war. Es ist annotiert worden, dass es ein Betätigungsverbot für die Hamas geben soll, dass Samidun verboten werden soll. Das ist ein Unterstützungsnetzwerk, muss man erklären, für ehemalige Terroristen und Angehörige von Terroristen. Warum das alles erst jetzt? Würden Sie formulieren können, 450 Hamas-Mitglieder zählt der BKA-Chef in Deutschland. Warum passiert das alles erst jetzt? Braucht es diesen unendlich bitteren Anlass? Ja, da gibt es ja sehr viele solcher Organisationen, über die wir seit Jahren diskutieren. Und ich hoffe sehr, dass das jetzt der eine Weckruf ist, damit es nicht nur um Hamas geht, sondern beispielsweise auch um bestimmte vom iranischen Regime geführte Zentren. In Hamburg ist das die Zentrale, aber die haben auch bei uns in Frankfurt zum Beispiel viele Filialen, wo es im Monatstakt Mahnwachen gibt. Also die Nathalie Amiri hat mir in der Diskussion dort erzählt, in der Uni Kassel, dass also der israelische Geheimdienst und der Mossad, also und der iranische Geheimdienstfürsorge sogar zusammengearbeitet haben, und dann hat sich das alles extrem verfeindet und dass der iranische Geheimdienst fast genauso gut ist wie der israelische und dass die genau wissen, mit wem die Nathalie Amiri gemeinsam studiert hat. Die wissen, mit wem die sich umgeben hat, die ist genauestens beobachtet worden. Ja? Und sie wissen, Überwachungsskandal, letztendlich Michael Tritzner, dass hier alles mal platt gemacht wird und so weiter und so fort. Die ganze Welt ist eben an mir interessiert. Nicht? Auch die, alle sind interessiert. Und das Problem ist, dass eben die deutschen Behörden nicht dazu in der Lage sind, ihre eigenen Bürger, wie auch ausländische Bürger, vor ihren eigenen Leuten zu schützen. Man hat gar nicht den Willen dazu. Man leidet unter Realitätsverlust. Man möchte es nicht anerkennen. Und lieber steckt man diejenigen in die geschlossene Psychiatrie, bevor man dort irgendwie, also da mal Verantwortung übernimmt und sagt, also wir haben es nicht im Griff, wir haben schon Kompassat und wir haben die Mittel nicht, wir haben die gesetzlichen Grundlagen nicht. Aber das möchte man sich auch alles nicht eingestehen. Und das gehört einfach nicht zu unserer Demokratie, zu unserem Land, und die müssen verboten werden. Das sind Orte des der Spionage und der Einschüchterung von Exilgemeinden. Dementsprechend die zu schließen, ist jetzt dringend notwendig und gehe davon aus, dass das sehr schnell passiert. Das ist überfällig. Das ist überfällig, dass verboten wird. Wir werden anschließend auch die Bundesaußenministerin natürlich danach fragen, in welcher Art und Weise und wie sehr wir vielleicht mit einer gewissen Naivität in Deutschland eben auch nicht alle Gelder immer überprüft haben, die zur Finanzierung galten. Aber bevor wir dazu kommen, sei unbedingt Peter Neumann vorgestellt, Terrorismusexperte, King's College. Es ist gut und wichtig, dass wir Sie bei uns haben. Waren Sie, wenn ich das so persönlich am Anfang fragen darf, besonders, also wieder die Frage, Information hat in irgendeiner Art und Weise irgendjemand auch in Ihrer Kenntnis davon was ahnen können? Also es gab in den letzten Monaten schon
immer mal wieder das Gerücht, dass was Großes kommt. Aber solche Gerüchte gibt es häufig. Und natürlich war ich überrascht. Die Israelis überrascht waren, sogar die Amerikaner waren überrascht. Alle waren überrascht. Ja. Wenn man mit Israelis gesprochen hat, noch vor einer Woche oder zwei Wochen, dann hätten die einem gesagt, unsere Überwachung, unsere Informanten, wir kennen diesen Gaza-Streifen wie kein Territorium der Welt. Wir wissen, wenn da ein... Was für uns interessant ist, meine Damen und Herren, ist dieser Iron Dome. Ja, das ist dieses israelische Raketenabwehrsystem. Und dieses Abwehrsystem war mit der Masse der Raketen, die Hamas dort auf Israel abgeschossen hat, überfordert. Und wir haben von Israel dieses Iron Dome Abwehrsystem bestellt. Da kommen natürlich Fragen auf, meine Damen und Herren. Und ich habe ja auch schon damals gesagt, wo das Diskussion war, in Verbindung eben mit einer möglichen Eskalation des Krieges mit Russland, dass wir ein ganz, ganz neues Raketenabwehrsystem selbst entwickeln müssen, dass wir dort Geld in die Hand nehmen müssen, welches auch gegen Hyperschallraketen letztlich wirkt. Und dieser Iron Dome, der wirkt gegen Hyperschallraketen zum Beispiel nicht und ist, wenn massenhaft Raketen geschossen werden, kann dieser Iron Dome das nicht abwehren. Und das ist letztendlich die Erkenntnis, die wir aus dieser ganzen Sache ziehen müssen, was das für uns bedeutet. Ein Sackkreisumfeld. Und dass das jetzt passiert ist, und das wurde, wie Sie gesagt haben, ja wahrscheinlich 1 bis 2 Jahre lang vorbereitet, mit wahrscheinlich Tausenden von Menschen, ja, dass das nicht aufgefallen ist, das ist ein riesiges Versagen. Nicht nur der Israelis, auch der Amerikaner. Wie groß ist in Ihren Augen jetzt die Gefahr, dass das eskalieren kann? Das fragt sich natürlich jeder mal, unabhängig davon, dass das eine wirklich bestialische Situation ist für die Menschen in Gaza, in Israel und überhaupt. Wie groß ist in Ihren Augen die Gefahr, dass das... Also ich glaube, das Risiko geht natürlich, das gibt es natürlich, und deswegen ist es wichtig, dass Staaten wie Deutschland, europäische Staaten darauf hinwirken, dass es nicht eskaliert, dass es nicht zu einem regionalen Flächenbrand wird. Ich glaube, jetzt in der nächsten Zeit wird sich die Auseinandersetzung vor allem in Israel und um Israel herum abspielen. Ich glaube nicht momentan, ja, Stand heute, dass es in einem Interesse irgendeines arabischen Staates ist, offen in diesen Konflikt einzugreifen. Ja, deswegen muss man sich fragen, was haben die eigentlich damit bezweckt, mal ein bisschen Angst und Schrecken verbreiten, weil ein militärischer Sieg kann diese Hamas da alleine gar nicht schaffen. Ne? Oder diese Hezbollah, das sind ja alles Schiiten, Sunniten, die sind ja alle untereinander sich nicht grün. Nicht? Das ist alles untereinander verfeindet eigentlich. Nicht? Das ist... Also solche Zustände möchte man in Deutschland nicht haben, deswegen bin ich immer sehr kritisch gegenüber diesen ganzen Ausländern hier. Ja? Also wenn man sich den Stress nicht machen braucht, ja, dann sollte man sich den nicht machen. Aber sie haben ja immer schön rein. Und wenn es dann zu Konflikten gibt, wenn das dann Überwachungsmaßnahmen in Anspruch nimmt, wenn das Geld kostet und, alles was damit zu tun hat, das wird dann letztendlich wieder per Realitätsverlust größtenteils geleugnet, ignoriert. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ja. Aber ich will jetzt auch gar nicht, dass Sie wissen, was ich davon halte. Wir müssen mal gucken, was jetzt da noch alles für eine Gefahr zustande kommt. Also ich fasse es jetzt nochmal zusammen. Die Existenz Israels ist durch diese Hamas nicht gefährdet. Das wird Israels auch nicht, aber dass da immer wieder Terror passiert. Das gibt es ja auch in Jordan, IAA. Ja. Zum Beispiel, es gibt überall alles mögliche von Terror. Das sehe ich jetzt nicht enden, weil, wie gesagt, solange es dort keine vernünftige Lösung gibt, und die gibt es nicht, wird das so weitergehen. Irgendwann ist dann das nächste Mal.
Sie dem Bundeskanzler heute zugehört haben, was kann Deutschland noch mehr tun als das, was der Bundeskanzler heute angekündigt hat? Also ich glaube, es geht darum, diese Vereine, die in Deutschland existieren, entweder zu verbieten oder stärker zu überwachen. Es geht natürlich, und das ist das Wichtigste, darum, jüdische und israelische Einrichtungen zu schützen. Und zwar nicht nur die nächsten paar Tage, wahrscheinlich für einige Monate. Und es geht... Naja, also ich wohne ja hier in der Hafenstraße, das wissen Sie ja. Und die Synagoge, die ist gar nicht mal so weit weg. Die ist ja da, wenn Sie sich in Kassel auskennen, Holländischer Platz dort in der Nähe der Universität. Und dort steht Tag und Nacht, steht dort mindestens ein Polizeiwagen und schützt die Synagoge. Und das ist schon immer so. Seitdem ich mich hier in Kassel aufhalte, ist das geschützt. Jetzt geht es eben noch um andere Dinge. Es gibt mittlerweile israelische, jüdische Fußballvereine. Ja, es gibt nicht nur Türkimspor oder irgendwas anderes oder Germania Kassel oder so. Es gibt israelische Fußballvereine, die eben auch bedroht sind, und da hat man doch den Spielbetrieb untersagt. Aus Sicherheitsgründen. Das ist eigentlich letztendlich auch nochmal ein interessantes Thema. Ne? Muss das sein? Geht das nicht anders? Was ist da los? Was der, wie gesagt, erzählt, das muss immer geschützt werden. Die Frage ist mal, was schützt man da eigentlich alles? Eigentlich geht es ja letztendlich um das Gemeindezentrum. Ne? Oder geht es um Privatpersonen? Geht es um den Rabbi, Gemeindevorstand, Geschäftsleute? Es geht auch immer wieder darum, standhaft zu sein, Führung zu zeigen, den Menschen immer wieder zu erklären, warum wir das unterstützen, warum gerade wir das unterstützen, dass Israel ein Recht auf Selbstverteidigung hat. Auch wenn es schwierig wird. Auch wenn es sehr schwierig wird, darauf machen nicht nur die Vereinten Nationen aufmerksam und sagen, dass die Abgrenzung des Gazastreifens jetzt ein humanitäres Problem ist. Wir haben und werden in der Sendung jetzt Annalena Baerbock, der deutschen Außenministerin, zuhören, die sich morgen auf den Weg nach Israel macht und die ich genau nach dieser uneingeschränkten Solidarität fragen wollte und dem Vertrauen, das wir in die Israelis haben in dieser Sekunde. Guten Abend, Frau Baerbock. Entscheidet Israel selbst, was es für seine Sicherheit tun will? Die Menschen in Israel haben unsere volle uneingeschränkte Unterstützung, unsere volle uneingeschränkte Solidarität. Das kann Frau Amiri übrigens nicht mehr hören. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was da passiert. Menschen gehen friedlich auf ein Festival und werden kaltblütig ermordet, gehetzt, gejagt, Mütter mit kleinen Kindern gedemütigt, geschändet, eine Seele verletzt, auf Pickups verschleppt und niemand weiß, wo sie sind. Und Israel hat das Recht, nein, die Pflicht, seine Bevölkerung, sein Land, seine Staatsbürger zu schützen im Rahmen des internationalen Rechts. Und die Hamas haben mit jeglichem internationalen Recht, mit jeglicher Menschlichkeit gebrochen, sind barbarisch vorgegangen und Demokratien unterscheidet eben, dass sie alles dafür tun, ihre eigene Bevölkerung zu schützen und Zivilisten. Nochmal die Frage, und darauf haben Sie, wenn ich richtig hingehört, noch nicht geantwortet, entscheidet Israel das ganz alleine und selbst oder gibt es eine Grenze, muss das abgestimmt mit den Vereinten Nationen geschehen? Sie sind tatsächlich schon geübt darin, Antworten auf die Frage zu geben, wie eigentlich sichergestellt werden kann, dass es nicht Millionen Hilfen auch aus Deutschland für den Terror der Hamas gibt. Sie sagen, dass das immer überprüft wird. Gibt es eine noch konkretere Antwort, als zu sagen, dass immer überprüft wird, ob diese Gelder tatsächlich nicht zur Terrorfinanzierung genutzt werden? Also vielleicht mal zu dem Anfang Ihrer Frage, was Sie gesagt haben, darauf klar einzugehen. Ich habe gesagt,
sagt, Israel hat das Recht und die Pflicht, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen im Rahmen des internationalen Rechts, und es hat unsere volle, uneingeschränkte Solidarität und Unterstützung. Und mit Blick auf den zweiten Teil Ihrer Frage, wir sehen eine Dramatik in der Furchtbarkeit eigentlich dessen, was die Terroristen dort getan haben, weil sie unschuldige Menschen, Zivilisten, alt, jung, Kinder, Erwachsene, Teenager, kaltblütig ermordet haben. Vor Zivilisten nicht nur keinen Halt gemacht haben, sondern das Ziel dieses Terrors war es, insbesondere Zivilisten anzugreifen. Und das Gleiche tut Hamas auch mit unschuldigen Menschen in Gaza. Sie benutzen die Geiseln, die sie aus Israel verschleppt haben, genauso wie Mütter, wie Kinder in Gaza als menschliche Schutzschilde. Und deswegen ist es für mich, für unsere amerikanischen Partner, für unsere ägyptischen Partner, auch für unsere israelischen Freunde und Partner so wichtig, dass wir gerade mit Blick auf Gaza jetzt alles dafür tun, dass nicht noch weitere Zivilisten unter diesem Terrorismus leiden. Deswegen gibt es Schutzorte, die geschaffen werden. Deswegen ist mir wichtig, morgen auch über das Safe Spaces zu sprechen. Und deswegen leisten die Hilfe, die Sie angesprochen haben, die humanitäre Hilfe, um Mütter, Kinder, Familien mit Lebensmitteln, mit Wasser zu versorgen. Und dann sagt der Zentralratsvorsitzende der Juden, Josef Schuster, dass es sofort einen kompletten Schutz und Stopp geben muss, diese Entwicklungshilfe. Und es schließt sich ein grüner Parteifreund an, der auch Vorsitzender des deutsch-israelischen Gesellschaft ist, Volker Beck nämlich. Gibt es auch noch. Mit deutschem Geld zahlt die palästinensische Autonomiebehörde Terrorrenten. In Schulen und Schulbüchern auch mit deutschem Geld erstellt, wurde jener Hass gesät, dessen Frucht Israel jetzt zu erleiden hat. Damit muss ein für alle Mal Schluss sein. Keine Märtyrerrenten werden mit dieser Entwicklungshilfe gezahlt, Frau Baerbock. Wir finanzieren keinen Terror, wir finanzieren keine Märtyrerrenten. Und ich bitte eindringlich in dieser so wahnsinnig schwierigen, komplexen Situation wirklich um Differenzierung, weil es wird jetzt viel in einen Topf geworfen. Sie hatten Herrn Schuster angesprochen, mit dem ich gerade eben auch noch telefoniert habe. Sie hatten Entwicklungshilfe genannt. Die Bundesregierung, die Entwicklungsministerin, aber wir als Bundesregierung haben diese Entwicklungshilfe ausgesetzt. Wir zahlen derzeit keine Entwicklungshilfe, aber die humanitäre Hilfe, weil wir alles nochmal überprüfen. Genau, ja. Humanitäre Hilfe ist etwas anderes und das ist wichtig, weil zu unterscheiden und das unterscheiden wir jetzt und hier an dieser Stelle. Genau, und deswegen sind wir mit Herrn Schuster auch mit Blick auf die humanitäre Hilfe überhaupt nicht auseinander. Und der Deutsche Bundestag hat gerade mit allen demokratischen Parteien genau das in einem Antrag auch beschlossen, dass wir weiterhin diese Lebensversorgung, Wasserhilfe für Kinder, für Familien in Gaza leisten. Gemeinsam mit den Vereinten Nationen werden Lebensmittel reingebracht. Das ist schon klar. Das ist was komplett anderes als Schulbücher, die auch nicht mit deutschem Geld finanziert werden. Auch das ist mir wichtig. Ja. Jetzt so gesehen wird in der Vergangenheit das passiert. Das ist falsch. Das ist falsch. Wir weiter darauf schauen, was wir mit der Bundesaußenministerin zu besprechen haben. Tausende Deutsche wollen Israel verlassen, Frau Baerbock, darunter auch viele Schulklassen. Warum dauert
Hälfte des sechs Tage, bis diese Flüge jetzt funktionieren. Alle 17 Schulklassen, die wir dort hatten, oder Jugendgruppen, waren nicht nur Schulklassen, die sind aus Israel. Wir waren mit einer Dimension konfrontiert, mit Tausenden von Menschen, wo wir eben nicht zwei Bundeswehrflieger schicken konnten und dann wären alle raus gewesen, sondern es waren Boris Pistorius hat Unterstützung angeboten. Er hatte angeboten, dass die Maschinen eben auch Militärmaschinen zur Verfügung stehen. Das haben Sie offensichtlich abgelehnt. Warum haben Sie es nicht angenommen, um die Situation zu entschärfen? Also nochmal bitte ich darum, jetzt Dinge in einen Topf zu werfen. Boris Pistorius und ich sind in engsten Austausch. Also Sie hatten gefragt am Anfang, wir waren mit einer Dimension konfrontiert, wo wir rund 100.000 deutsche Doppelstaatler vor Ort haben. Deswegen haben wir in dieser Situation alles ausgelotet, was geht, priorisiert. Erst die Schulklassen, das heißt Kinder, die ohne Eltern da mal rauszubringen, zum Teil mit Bussen nach Jordanien, zum Teil mit Flügen über Island. Dann zugleich haben wir allen Deutschen, die sich eingetragen hatten in unsere Krisenliste Elephant, deutlich gemacht, wo es freie Plätze auf kommerziellen Flügen gibt. Die sind dann rausgeflogen worden. Und parallel dazu haben wir zusätzlich mit der Lufthansa vereinbart, dass sie Flüge anbieten, die sie ausgesetzt hatten. Ja. Und so haben wir Tausende von Menschen in den letzten Tagen herausbekommen. Und jetzt nun planen wir mit Blick auf die Lufthansa und schauen in Kombination, wie wir dabei auch zum Beispiel das unterstützen können mit weiteren Flügen der Bundeswehr. Genau diese Schulklassen, die Sie will es nur formulieren, die Sie priorisiert haben oder angeblich priorisiert haben, die beklagen nun bitter, dass leider aus Ministerium da überhaupt keine Hilfe war, dass es entweder den Lehrern oder anderen internationalen Hilfsorganisationen zu danken war, dass sie über Busse dann Flughäfen und privat bezahlte Flieger erreichten. Und das ist nicht, es ist jetzt nicht nur eine Schulklasse. Erklären Sie sich das? Das ausgerechnet die sie priorisieren wollen, also Mütter und Kinder, Klassen, dass die den Kopf schütteln und sagen, das ist leider nicht der Fall. Da haben uns Isländerinnen geholfen und es standen zum Glück irgendwie andere Menschen. Naja, gut, dass andere Staaten uns helfen, das ist schon mal sehr lobenswert. Aber warum das mit der Bundeswehr nicht gleich geklappt hat? Die Hotline war ununterbrochen besetzt, 300 Mal angerufen, hohe Telefonrechnungen. Was sagt die Bundesaußenministerin da? Also stimmt alles nicht? Überall. Innen Braun, Baerbock und Braun, was ist da los? Die am Flughafen stehen und nicht sofort weggekommen sind, das total verstehen, aber ich weiß auch, was die deutsche Botschaft vor Ort von Tag 1 an gemacht hat. Und gerade mit der isländischen Außenministerin war ich im Kontakt. Entsprechend auch Schulklassen mitnehmen konnten auf den Flügen. Also das heißt, all das musste im Hintergrund ja vorbereitet. Na, die Frage ist, warum werden. Was sieht's aus mit der Zusammenarbeit mit Frankreich? Immer so, dass es Einzelfälle gibt, wo manche England dann zu Recht auch sagen, das ist nicht schnell genug gegangen.
Spanien, Italien, ne? Diese ganzen Länder. War wichtig, dass wir diese 17 Schulklassen als allererstes rausbekommen. Auch da nochmal. Sechs Tage sind vergangen. Wenn man es zuspitzt, ja. Aber trotzdem muss man, glaube ich, in so einer Situation schauen. 6 Tage ist ganz schön lange. Wenn man da in Angst lebt, wenn man nicht genau weiß, wie der Zoom ist. Es liegt daran letztendlich, dass die Lufthansa die Flüge gestrichen hat. Das ist ja das Hauptproblem. Lufthansa und wahrscheinlich auch andere Fluggesellschaften, ist jetzt nicht davon die Rede gewesen, haben die Flüge gestrichen, auch wenn sie es auch mal nennen wollen. Das heißt, es gab keinen Flugverkehr mehr. Das ist doch letztendlich das Kernproblem. Und dann hat sich die Lufthansa doch bereit erklärt, das zu machen. Und der Bundesverteidigungsminister hat angeboten, wenn die Lufthansa nicht fliegt, das könnte auch die Bundeswehr machen. Die Frage ist, ist das auch wünschenswert für Israel, wie auch immer, dass deutsche Militärmaschinen dort über Israel durch die Gegend fliegen. Das sind doch die Hauptfragen, die da eine Rolle spielen. Dann gucken wir mal, wer auf welche Maschine kommt. Sondern die Israelis zu Recht lassen überhaupt auf das Flughafengelände nur Menschen, die ein Flugticket haben. Das heißt, wenn wir mit einer Dimension konfrontiert sind, wo wir sagen, da kommen jetzt ein paar Maschinen und alle kommen hin zum Flughafen, dann hätte das absolutes Chaos ausgelöst. Und das ist eben ein anderer Fall als Länder, die mit 2 Maschinen alle komplett abholen können und jedem Einzelnen auch dafür dann beziehungsweise eine Zugangsberechtigung zu insgesamt haben sich die Menschen natürlich gewöhnt, dass es für sie viel, viel schneller ging. Glauben Sie, dass das eine Situation ist, wo Sie sich als Außenministerin sogar entschuldigen müssen? Also ich bin absolut damit beschäftigt, dass wir... Also entschuldigen kann immer nur ein anderer. Das ist auch so eine Sache, ja. Man kann, wenn man das falsch gemacht hat, um Entschuldigung bitten. Das heißt, der andere muss entschuldigen. Aber es gibt eine Gerichtsverhandlung und sagen, du hast das und das falsch gemacht, du zahlst jetzt 1.000 Euro Entschädigung und bist ja entschuldet. Dann ist es gerichtet. Das ist ja das, was ich immer bei sämtlichen Straftaten passiert sind. Das ist Wirtschaftskriminalität. Sei es Beleidigungen, Bedrohungen, sei es falsche Verdächtigungen, sei es Caroline von Pocky, sei es Überwachungsskandal und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist ja das, was ich immer beantragt habe. Strafanzeige mit Adhäsionsverfahren, eine Entschädigung für Adhäsionsverfahren mit dem Strafverfahren. Dass Dinge, die schief sind, dass die gerichtet werden, dass die Situation entschuldet wird. Das ist ja das Problem bei der Polizei und Justiz Hessen, dass die halt kriminelle Verhandlungen sind, dass die Strafverhandlungen einfach rechtswirkend begehen. Das ist das Problem. Ich möchte an der Stelle auch nochmal betonen, wie gesagt, so sehr ich verstehen kann, dass es Einzelfälle gibt, wo man bei der Hotline nicht durchgekommen ist. Aber es gab heute bei den Flügen, wo wir über 1.000 Menschen zurückgeholt haben, freie Plätze. Es gab auch den kommerziellen Flügen der letzten Tage, die nicht gibt. Direkt nach Deutschland geflogen sind. Auch in den letzten Tagen, Entschuldigung, das gehört zu der Faktenlage dazu, gab es auf kommerziellen Flügen freie Plätze, die wir auch angeboten haben. Diejenigen, die sich bei uns in die Krisenliste eingetragen haben, da musste man über die Türkei oder Island fliegen. Wir haben Busse angeboten, mit nach Jordanien zu fahren. Auch dort gab es freie Plätze und es ist ein Schiff jetzt auch gekommen, was nach Zypern wird. Auch dort gibt es freie Plätze. Das heißt, nicht jeder Einzelfall ist wahrscheinlich so betreut worden, wie man sich das. Letztendlich muss man es ganz einfach erklären. Lufthansa, Fluggesellschaften haben ihre Maschinen ausgesetzt. Eine sofortige Rückkehr war aufgrund dessen bis nach Deutschland nicht möglich. Und dann ist die Frage, wie ist dann weitergelaufen? Die Bundeswehr mit unseren Verbündeten, warum hat das nicht geklappt? Privatmaschinen zu chartern, dass das dann funktioniert oder auch nicht, haben sich private Fluggesellschaften geweigert, das anzufliegen in den Tagen. Das ist doch letztendlich die Kernfrage, oder ist da einfach geschlafen worden?
Ansonsten kann man es ja auch machen, ohne dass man die Botschaften, ohne dass man das Ministerium da einschaltet. Es ist eine heikle Situation und man sagt, es ist besser, man verlässt diese Stadt. Ja. Mit einem Bus, einem Zug, einem Flugzeug, man bucht ein Ticket und weg ist man. Und anscheinend ist die Situation so gewesen, dass das eben so nicht möglich war. Da muss man sich fragen, warum war das so nicht möglich? Und das muss dann letztendlich aufgearbeitet werden. Zwei Plätze, um aus Israel rauszukommen. Wir sind bei einer interessanten Lage heute am Abend. Den Iran betreffend, Frau Baerbock, danach muss ich auch noch fragen. Alle Fraktionen des Deutschen Bundestages wünschten sich außer der AfD von der Bundesaußenministerin eine härtere Gangart gegenüber dem Ayatollah-Regime in Teheran. Und es gibt Anzeichen dafür, dass die USA Konsequenzen gezogen haben. Dem Iran soll der Zugang zu 6 Milliarden, also zu Konten in Katar, über 6 Milliarden US-Dollar verwehrt werden, die sie aus einem sogenannten Gefangenen-Deal bekommen sollten für zivile Zwecke. Ist das in Ihren Augen eine neue zusätzliche Gefahr oder ist es ein richtiges Zeichen zu drohen, zu warnen, Teheran, wenn du eine Grenze überschreitest, dann reagieren wir. Der Iran, das iranische Regime, ist eine der größten Sicherheitsgefahren für Israel. Sie haben das Existenzrecht nicht nur in Frage gestellt, sondern finanzieren Terroristen, sie finanzieren Akteure, die Israels Sicherheit schützen. Das hat die Frau Amiri auch gesagt. Wir können das gar nicht verstehen, dass da letztendlich von Sanktionen her noch gar nicht noch getan wird, dass der Geschäftsbeziehung aufrecht gehalten wird. Das hat die Frau Amiri da eben erzählt. Ne? Aber es gibt eben verschiedene Strategien, auch Wandel durch, also Handel durch Annäherung oder Wandel durch Annäherung. Es gibt Bestrebungen, wie gesagt, eine friedliche Lösung hinsichtlich eben der Atomwaffen zu erzielen. Und da muss man natürlich gucken, dass man da nicht hin und her eiert. Also wenn man dann auf feindliche Konfrontation halt ausgeht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich bei solchen Atomabkommen und solchen anderen Sachen dort irgendwie einigt, die Wahrscheinlichkeit sinkt. Man muss, wenn, schon das Ganze im Gesamten betrachten. Deswegen, wie gesagt, man kann bei der ganzen Sache keinen Blumentopf gewinnen. Ja, deswegen, also das ist... Wir müssen gucken, dass wir in unserem Land den inneren Frieden sichern, finden. Dass wir hier für Ordnung und Rechtssicherheit und Grundrechtseinhaltung etc. pp. Schaffen. Dass wir einen Zustand wieder erreichen, wo Grundrechte gelten. Und die Grundrechte gelten ja, wie gesagt, nicht mehr, weil eben die Situation in der Gesellschaft so extrem ist, dass wir einen total bewachten Staat brauchen, um überhaupt einigermaßen Sicherheit gewährleisten zu können. Und deswegen haben wir in den letzten Jahren mit Blick auf Iran Sanktionen auf den Weg gebracht in unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben massive Sanktionen auf den Weg gebracht mit Blick auf die inneren Menschenrechtsverletzungen, weil Sie angesprochen haben, die Iran-Politik zu ändern. Es ist wichtig, dass jeder, glaube ich, weiß, was wir in den letzten Monaten getan haben. Wir haben mit Blick auf die Ukraine und die Waffenlieferungen an Russland Sanktionen auf den Weg gebracht. Wir haben als Europäer, und zwar insbesondere Deutschland, als die VN-Sanktionen ausgelaufen sind wegen dem Atomabkommen, haben wir selber unsere Sanktionen weiter auf den Weg gehalten. Das sind über das hinausgegangen, was die Vereinten Nationen gemacht haben. Und wir haben unsere Wirtschaftsbeziehungen massiv heruntergefahren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir genau diesen harten Kurs gegenüber dem Iran-Regime weiter aufrechterhalten. Okay. Der Bundeskanzler hat heute auch deutlich gemacht, Iran hat hier eine maximale Verantwortung mit Blick auf Hisbollah,
mit Blick auf Hamas und mit Blick auf die Frage der Amerikaner, das sind ja Nachrichtenmeldungen, die von heute. Genau, die ich von den amerikanischen Seite noch nicht bestätigt habe. Deswegen bitte auch hier die Nachricht, dass ich damit den amerikanischen Kollegen Rücksprache halte. Aber anders als die Amerikaner hat ja die deutsche Bundesregierung eben nicht solche Zahlungen auf den Weg gebracht. Deswegen ist es eine ganz andere Situation für die Amerikaner, weil wir mit Blick auf die Sanktionen, die wir erlassen haben, da eben auch auf einer ganz anderen Stufe mit Blick auf unsere Herr Gangnard stehen. Der Außenministerin wünschten sich die Fraktionen des Deutschen Bundestages. Frau Baerbock, letzte Frage. Was wissen Sie über die eben offenbar präzise oder nicht präzise sieben deutschen Geiseln, die im Gazastreifen sind? Haben Sie Kontakt zu den Menschen? Ist die Frage, gibt es die Möglichkeiten einzuschätzen, wo die sind? Haben Sie Kontakt zu ihnen? Auch das? Ja. Furchtbare Bilder, die wir dort gesehen haben, auf einigen Videos ist klar und deutlich, dass es sich um Deutsche oder Doppelstaatlerinnen handelt, dass wir mehrere Doppelstaatlerinnen, deutsche Staatsangehörige unter diesen Geiseln haben, darunter auch Frauen und Kinder. Ich bitte um Verständnis, dass ich in einem Fernsehen nicht über die persönlichen Punkte der Personen sprechen kann, angesichts der dramatischen Lage, in der sie sich gerade befinden. Der Emir von Katar ist ja gerade in der Stadt, darüber hat der Bundeskanzler, der Bundespräsident mit Katar gesprochen. Alles dafür zu tun, mit Blick auf ihre Kanäle und die deutschen Geiseln, was möglich ist an Vermittlung, das auf den Weg zu bringen. Das wird morgen, auch wenn ich nach Israel reise, natürlich eins der zentralen Themen. Es gibt anscheinend keinen direkten Kanal in den Gazastreifen. Die zum Teil in das ist eigentlich im Grunde erbärmlich, wenn man letztendlich dort eben Entwicklungshilfe und, Nothilfe leistet, dass man da überhaupt keine Connection hat. Also, dort Menschen, Frauen verschleppt worden. Das ist eigentlich das, was ich erwarte, ja, dass man dann eben Connection aufbaut. Wenn man dort eine Hilfsleistung macht, dann ist Ansprechpartner und dann müsste man letztendlich auch Connections haben. Und anscheinend gibt es die Connections. Menschen wieder in sich. Das ist natürlich ein Armutszeugnis. Der israelische Präsident Isaac Herzog sagte, dass es sich um sieben Erwachsene handeln soll. Danach wollte ich Sie wenigstens gefragt haben. Annalena Bern. Danke für Ihren Besuch heute hier bei uns. Entschuldigung. Danke Ihnen. Und wir sind wieder in der Runde und fragen eine eigentlich Frage mehr und mehr. Wie können die Israelis dieses Leid ertragen? Da werden Geiseln genommen, es ist eine Situation für alle Angehörigen. Eigentlich gar nichts zu wissen, außer dass man ständig Angst hat. Ja, also kann man nur meine israelischen
ägyptische Ministerpräsidentin Golda Meir zitieren, die damals in der Yom Kippur-Krieg ähnliche Zustände hatte und sie meinte, wir haben einen Geheimwaffen, da benötigen wir können. Und das ist schreibt gerade, was ich von vielen in Israel höre. Einerseits die große Bestürzung, aber auf der anderen Seite Befasstheit und Befasstheit und das Gefühl, das geht um unsere Existenz. Wir müssen durch. Die Situation nochmal nach Washington gefragt, Stuart McKinnon, Bilder im Netz. Letztlich, die Hamas nutzt offensichtlich auch Social Media zur psychologischen Kriegsführung. Wie kann man, was kann man dagegen tun? Ja, absolut. Also die Bilder, die man im Netz sieht, sind auf der einen Seite Bilder der Israelis, wo die Hamas im Prinzip ihren Anhängern zeigt, seht, was wir tun konnten. Wir sind in das Land eingedrungen und haben Israelis in Israel getroffen. Ja. Das sind sehr schwierige Bilder, die wir uns alle leider anschauen müssen. Von getöteten Frauen, verbrannten Kindern. Also das sind Bilder, die habe ich zu Zeiten des IS im Netz analysieren müssen. Und sowas findet man jetzt dort. Auf der anderen Seite ist natürlich das Kalkül der Hamas auch gewesen, dass Israel reagieren wird auf diesen Angriff, dass daraufhin natürlich die israelische Armee Stellungen im Gazastreifen angreifen wird, dass es zu Zivilisten, dass Opfer werden von israelischen Angriffen. Und diese Bilder werden dafür genutzt, um eben die arabische Bevölkerung dazu aufzurufen, zu protestieren. Es gab gestern einen Aufruf von Khalid Mishal, der einer der Hamas ist und in Katar sitzt, jetzt am Freitag international zu demonstrieren. Die Hamas unterstützen, und zwar in der arabischen Welt, aber eben auch Araber, die im Westen leben. Also das heißt, diese Bilder werden benutzt, um auf der einen Seite Angst einzujagen und auf der anderen Seite zu mobilisieren. Und genau darauf hatte Peter Neumann schon hingewiesen. Auch nochmal darauf, dass genau, Stuart McKinnon, Sie haben mit IS-Mördern gesprochen, Sie haben mit den Taliban gesprochen. Es ist Ihnen gelungen, Führer von Terrororganisationen auch zu interviewen. Haben die was Rationales? Kann man mit denen verhandeln?
es kommt darauf an, mit wem Sie dort gesprochen haben. Also es gibt innerhalb dieser Terrororganisation auch unterschiedliche, ich sag jetzt mal, Innergruppierungen. Auch innerhalb der Taliban haben wir das gesehen. Nur leider ist es oftmals so, dass die Extremisten innerhalb dieser Gruppierung, und ich rede jetzt nicht von Hamas, weil die Hamas hat jetzt mit dem, was am Samstag passiert ist, eine Grenze überschritten, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Also ich denke, das war auch ein Zeichen dafür, dass man nicht sprechen möchte. Also man will nicht verhandeln, man unterstützt auch nicht die Verhandlungen, die momentan stattfinden zwischen Israel und anderen arabischen Staaten. Also das war eben die Message. Und da muss man natürlich sehen, wie man in Zukunft auch damit umgehen wird. Mit wem kann man im Gazastreifen überhaupt sprechen? Wer wird dort dann eingesetzt werden? Und das sind alles offene Fragen. Unter den Ermordeten und unter den Geiseln, Armin Laschet, sind Menschen aus verschiedensten Nationen. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Wie ist denen jetzt zu helfen, international zu helfen? Wie geht man mit Kontakten um? In welcher Art und Weise kann ein Land, kann eine Regierung versuchen, die Landsleute, aber natürlich auch allen anderen Geiseln zu helfen? Man fragt sich das ja in aller Verzweiflung. Hält da jetzt jeder einzelnen Kontakt? Bei denen, die jetzt als Geiseln im Gazastreifen sind, haben wir ja gerade gehört, gibt es kaum Ansprechpartner auf der Hamas-Ebene, jedenfalls wenn wir uns um die deutschen Staatsbürger kümmern, für die deutsche Bundesregierung. Deshalb, trotz mancher Kritik von einigen, habe ich es für richtig gehalten, dass der Bundeskanzler heute den Emir von Katar getroffen hat. Außenpolitik ist eben nicht alle zu belehren, sondern mit denen, die entscheiden, zu reden. Und ich hoffe, wir kennen noch keine Ergebnisse, dass er ihm deutlich gemacht hat, dass wir erwarten, wenn er wirtschaftliche Beziehungen zu Deutschland haben will, muss er jetzt helfen. Ich finde sogar, wir müssen die Erwartung formulieren, dass nicht weiter aus Katar solche Aufrufe passieren. Al Jazeera verbreitet das, ein Staatssender. Und der Aufruf am morgigen Freitag, überall in der Welt jüdische Einrichtungen zu attackieren, kommt direkt aus Katar. Und Gas hin oder her, da muss man dem Emir sagen, wenn du gute Beziehungen zu Deutschland willst, dann bist du jetzt in der Pflicht, dieses Problem. Dann sagt der Emir, dann kriegt er eben kein Gas. Die Frage ist, was ist da im längeren Leben? Und ich denke, das wird jeder Regierung. Dann muss man sich fragen, möchte man lieber Gas haben aus Russland? Heute möchte man lieber Gas haben aus Katar. Das ist aber letztendlich die Frage. Norwegen kann uns nicht mehr liefern. Der Frage der Unterstützung der Kataris, die FDP, ihr besonderer Freund, schlägt vor, dass wir diesen Gasdeal stoppen, den wir mit Katar haben. Das können wir nicht, weil wir sie brauchen in dieser Gefangenen. Ja, das kommt davon, wenn man eben nicht autark ist. Weil wir eine Energieabhängigkeit hatten, die uns in eine sehr, sehr massive Schieflage gebracht hat seit Beginn des Krieges. Aber ich teile sehr, was Armin Laschet gesagt hat. Erstens muss man mit denen reden, weil die... Letztendlich kommt man von einer Schieflage die andere. Erst war es Russland, die Abhängigkeit, und jetzt die Abhängigkeit Katar. Ja, die Frage ist eben, wer sitzt da dann länger an Hebel? Nicht? Keine Autarkie vorhanden. Letztendlich muss man die Gasmenge, die man braucht, verringern. Letztendlich muss man gucken, dass man vernünftige Lieferanten findet. Und seit der größten Not muss man eben das Fracking machen. Aber ich bin jetzt auch nicht so schwer von begeistert. Das Fracking können wir jetzt selber in Deutschland machen. Aber ja, das muss dann eben alles auf den Tisch. Also alle Optionen müssen auf den Tisch. Aber da kann man wirklich mal sehen, wie ratlos die sind und hilflos die auch sind. Ja, weil die können der Bevölkerung keine Lösungsalternativen vorlegen. Also letztendlich so, wenn wir müssten, wenn das ganz teure Gas aus den USA uns besorgen, das wäre eine Möglichkeit, das ist natürlich viel teurer als das aus Katar. Und oder man sagt, man macht Fracking. Oder man muss eben letztendlich, obwohl einem das überhaupt nicht passt, sagen, wir nehmen das Gas aus Russland wieder eben oder aus Katar. Die Frage ist jetzt nach diesen Zuständen, was jetzt schlimmer ist.
Aber das, da erwarte ich einfach, dass da mal klipp und klar jeder mal seine Vorstellung äußert. Dass ganz klar ist, was das kostet. Ja, kommt nichts. Einen gewissen Einfluss haben als hauptfinanzier. Das wird ein Problem geschrieben, ja. Muslimbrüderschaft weltweit. 1,3 Milliarden. Sowohl der Muslimbrüderschaft in Ägypten als auch in der Türkei, als auch der Hamas, haben sie eine zentrale Rolle. Und zweitens muss man also Tacheles reden. Und es ist auch das Richtige und Notwendige heute gesagt worden, aber das muss weitergehen. Ich teile, was Armin Laschet dort gesagt hat. Aber wenn wir über die Frage der Geiseln sprechen, wenn wir davon sprechen, dass es beispielsweise Korridore geben muss, damit die Zivilisten auch raus können aus Gaza, wenn denn die Bodenoffensive kommen soll, wovon ich ehrlich gesagt ausgehe, wenn man tatsächlich irgendeinen Einfluss nehmen will auf das Geschehen auch auf der Hamas-Seite, dann muss man mit den Katarern natürlich sprechen. Israel Katz, ein Minister des israelischen Kabinetts, sagt, kein Stromschalter wird umgelegt. Man kann ja auch mit den Leuten mal in Jordanien sprechen. Leider ist der Kontakt von meiner Person nach Jordanien abgebrochen. Ich war damals mit der Königin von Jordanien im Facebook befreundet. Der Kontakt ist gekappt worden. Ich weiß nicht, ob die das gemacht hat oder ob sie das mit ihrer Spitzelei irgendwie da so eingerichtet haben, dass der Kontakt nach Jordanien also abgebrochen ist. Syrien, ja, ist klar. Das ist ja das andere Nachbarland. Sind ja auch die Beziehungen schlecht. Ägypten wäre nur eine Möglichkeit. Ne? Was da in der Nachbarschaft ist. Also letztendlich muss man da eigentlich alles in Erwägung ziehen. Und wenn man dort in diesen Gazastreifen, wie gesagt, Entwicklungshilfe leistet und Nothilfe leistet, dann müsste es normalerweise doch Hilfsorganisationen geben und auch dort eine dementsprechende Regierung geben in diesem Gazastreifen, die eben von uns letztendlich diese Gelder bekommen, wo eben Kontakte bestehen. Und wenn das eben nicht hergestellt ist und das nicht ist, dann frage ich mich, was machen die eigentlich da mit Entwicklungshilfe und mit anderer menschlicher Hilfe, humanitärer Hilfe? Was machen die da? Wird da einfach ein Blankoscheck ausgestellt irgendwo dahin und irgendwie muss das ja auch einen Vorteil haben. Also das ist mir alles äußerst abstrus, muss ich ganz ehrlich sagen. Kein Wasserhahn geöffnet und kein Treibstofflaster fährt rein, bis nicht alle israelischen Geiseln nach Hause zurückgekehrt sind. Dieter Neumann, das ist nicht nur verständlich, sondern es ist ein Herzenswunsch, dass die Menschen natürlich befreit werden sollen aus dieser entsetzlichen Situation. Das ist eine wie große Illusion? Das weiß ich nicht. Ich hoffe sehr, dass die Israelis eine Strategie haben, dass sie klare Ziele haben, dass sie einen Plan haben, dass sie wissen, was sie tun. Wenn sie vor einer Woche noch mit einem israelischen General oder einem israelischen Nachrichtendienstler gesprochen hätten, der hätte ihnen gesagt, wir wollen da nicht rein in den Gazastreifen. Weil das ist ein sehr, sehr, sehr dicht besiedeltes Territorium. Ja. Nur mal zum Vergleich, es ist kleiner als die Stadt Köln von der Fläche, hat aber doppelt so viele Einwohner, mehr als doppelt so viele Einwohner, sehr dicht besiedelt. Und wir wissen natürlich, dass Hamas sehr eng... Das ist ja das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, mit der Bevölkerung. Und die haben eine Geburtenrate wie in Afrika, das sind 6 Kinder je Frau. Ich habe jetzt lange nicht mehr geguckt. Ich glaube, damals, wo ich geguckt habe, waren es 6 Kinder je Frau. Das heißt, es gibt dort eine Explosion. Das Problem eskaliert alleine schon aufgrund der Bevölkerungsentwicklung. Ob die jetzt da aktuell Terror machen oder nicht Terror machen, diese Bevölkerungsexplosion ist eine Zeitbombe. Darüber wird gar nicht geredet. Das sind also Sachen, das wird vollkommen ausgeblendet. Wenn man dort eine dauerhafte Lösung haben will, muss man alle Punkte auf den Tisch bringen. Alle Probleme, die dort vorherrschen, alle Probleme, die in Zukunft auftauchen werden, das passiert alles nicht.
Deswegen muss ich immer sagen, es ist nicht mein Anspruch, es ist nicht mein Niveau. Nur eine Terrororganisation, das ist eine Partei, das ist eine religiöse Bewegung, das ist eine Wohlfahrtsorganisation. Muss es immer wieder sein, leider. Es ist ganz, ganz schwierig, dort zu kämpfen und Leute dort zu befreien. Und letzte Woche hätte Ihnen noch jeder Israeli gesagt, wir wollen da nicht rein. Die Situation hat sich jetzt geändert, auf der israelischen Seite. Aber die Bedingungen im Gazastreifen sind im Prinzip immer noch dieselben. Also das wird unglaublich schwierig. Ja, statt Gaza aufzubauen, auch mit dem vielen Geld aus Europa, haben die Terroristen etwas anderes getan, nämlich diesen Bereich an vielen Stellen untertunnelt. Das heißt, wir sehen jetzt auch immer mit allen Bomben und allen Aktionen der Israelis, dass Menschen sterben, in der Regel Zivilisten sterben. Richtig, und ich glaube, dass natürlich für die Israelis ist diese Geiselbefreiung die höchste Priorität. Wir wollen ja unsere Leute auch wieder haben. Ich habe heute mit so Spezialkräften gesprochen, also das wird unglaublich schwierig sein. Das ist ja in gewissem Sinne eine Falle, die Hamas den Israelis stellt. Also, dass die Israelis dann in Häuserkämpfe verwickelt werden, dass Gebiete vermint sind. Ja. Und natürlich wird Hamas auch versuchen, im Prozess der israelischen Befreiung dieser Geiseln. Letztendlich wird es in ganz vielen Zivilisten, zivilen Opfern enden. Also eine Art, das kann man jetzt schon sagen. Für mich ist das. Die Frage ist eben, ob dann andere Staaten halt eingreifen. Das passiert eigentlich nicht. Es gab ja damals diesen Sechstagekrieg, da haben wir andere arabische Staaten gegen Israel gekämpft und haben total versagt. Ne? Israel war damals bei weitem nicht so stark wie heute. Das ist also als. Wie gesagt, eine Katastrophe sind die da alles. Wie gesagt, es muss eine dauerhafte Lösung her. Tja, so ist es halt keine Lösung. Das ist eben Philistergebiet. Wird das eine der schwierigsten militärischsten Operationen, von denen ich jemals gelesen habe? Aber es geht ja nicht nur um die Geiseln. Es geht im Übrigen, ich glaube, in allerletzter Linie um Vergeltung. Sondern es geht darum, dass man einfach die Infrastruktur, die Fähigkeiten der Hamas bekämpft und zerstört, damit es nicht in 4 Wochen von neuem losgeht, wenn es mal zu Ende ist. Und deshalb. Natürlich geht das immer wieder von neuem los. Alleine schon aufgrund der Bevölkerungsexplosion. Oder ob sie einmal den ganzen Gazastreifen da platt machen, platt bombardieren, dann hast du auch die Hälfte der Bevölkerung weg ungefähr. Wie gesagt, die Situation, die da ist, ist so, kann so nicht bleiben. Es gibt ja da sogenannte Zwei-Staaten-Lösungen, was weiß ich, was da ist, Frau Schleich. Ich bin jetzt auf dem Gebiet leider auch kein Experte. Ja? Israel, wie gesagt, das hat 2000 Jahre lang kein Land gehabt. Das ist eigentlich das Recht, dass das Volk auch ein Land hat. Das ist ganz klar. Und dann muss man eben gucken, was man mit den anderen macht. Ob man die folgt, wie man es mal sagen, oder umsiedelt, dass da jeder getrennt lebt und nicht, dass sie da gemeinsam irgendwo leben. Entscheidend ist immer, wenn es Bevölkerungsexplosionen gibt, durch extrem hohe Geburtenraten, dass sich das Problem natürlich dann deutlich verschärft. Als wenn es zum Beispiel hier in Deutschland einen Geburtenrückgang gibt. Aber dieses Thema Geburtenentwicklung spielt bei der Diskussion hier überhaupt gar keine Rolle. Teil dessen, was wir die ganze Zeit benennen, wenn wir sagen, Israel hat die Pflicht und das Recht, sich zu verteidigen, ja, dann gehört das dementsprechend dazu. Wir sind, Herr Mendel, bei der Frage, ob tatsächlich die Hamas, glauben Sie, vernichtet werden kann. Das ist das Ziel der israelischen Regierung. Das würde jetzt von der Regierung als Ziel benannt. Ich würde schon sagen, das ist kein realistisches Ziel. Also die Hamas ist nicht komplett zu besiegen, auszurotten. Also realistisches Ziel wäre, wie schon genannt, die Infrastruktur der Hamas zu schädigen. Es kann dazu kommen, dass die Waffen, die gerade dort gibt, in Gestalt genommen wird. Man kann die führende Persönlichkeit der Hamas. Man weiß auch gar nicht genau, was die überhaupt für politische Ziele haben da bei der Hamas. Möchten die das Gebiet des Gazastreifens ausdehnen, weil sie aufgrund der Bevölkerungsexplosion keinen Platz mehr haben, oder? Das ist ja auch etwas, was man auf den Tisch zumindest kommen muss, dass man mal Bescheid weiß. Ja? Was sind denn überhaupt die Ziele? Möchten die das Territorium des Gazastreifens ausgeweitet haben? Darum geht es doch. Wahrscheinlich. Ich vermute es, ich weiß es nicht. Oder geht es einfach darum,
den Leuten, dass das Existenzrecht Israels als Staat aberkannt werden soll, nicht anerkannt wird. Oder was ist da los? Das wird überhaupt gar nicht zur Diskussion gebracht oder wird das als bekannt vorausgesetzt. Also wenn man diese ganzen Diskussionen sich da anhört, Sie können nicht von jedem erwarten, dass jeder genau weiß, was da überhaupt für Argumente vorliegen. Gezielt töten, das ist gerade die oberste Priorität der militärischen Aktionen, also gezielt Anführer zu töten. Aber am Ende, egal auch wenn dieser Krieg Wochen oder Monate dauert, die Hamas ist eine Tatsache in Gaza. Ja. Und wir müssen schon, und wenn es geht um Strategie, muss Israel eine Strategie entwickeln, wie gehen wir damit um, dass wir die Hamas nicht nur in den nächsten Monaten, sondern in den nächsten Jahren und in den nächsten Jahrzehnten noch in Gazastreifen als die Macht, an die Macht haben. Ja. Und da ist die nächste Frage an Armin Laschet, dass Sie völlig zu Recht darum kämpfen, dass Anrainer Israels wenigstens gute Beziehungen zu... So, es ist zu Ende. Ja, meine Damen und Herren, mit Anrainerstaaten zu Israel gute Beziehungen, das gibt es ja nicht. Ja, Israel, die mag ja keiner da. Und das sehen wir ja beim Fußball, Champions League, wir sehen es bei der Fußball-Europameisterschaft, die spielen mit um die, ja, sind mit in Europa. Ja, die spielen mit in Europa. Obwohl sie nicht zu Europa dazugehören, weil sie eben doch aufgrund eben der ja, christlichen Religion, die ja auf das Judentum befußt, weil sie eben zu diesem Kulturkreis eher gehören. Das ist ja das Ding. Ja, das sind Exoten letztendlich dort in der Region, wenn auch viele Sachen ähnlich sind. Das ist wichtig. Bis es wirklich zur Umsetzung kommt, vergeht eh Zeit. Aber wir können jetzt, dürfen jetzt zum Beispiel nicht als Deutsche da irgendwie auf weiter groß nachverhandeln, was auch im Europäischen Ja, meine Damen und Herren, jetzt ist das zu Ende. Das ist ein schwieriges Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt auch jetzt nicht die goldene Lösung parat. Und Sie können ja mal Ihre Meinung da reinschreiben. In den Kommentar sollte es offen sein. Es kann auch sein, dass der Kommentar zugemacht wurde wieder oder dass Sie sich da draufgestellt haben, dass es keiner sehen kann. Das haben wir alle schon erlebt. Und ja, ich bin gespannt, was Sie so dazu für eine Meinung haben. Sollen wir mal gucken? Hier sind wir. Ich glaube, es gibt keinen Kommentar. Jetzt gucken wir hier oben.